Bei Arysta laufen allein in einer Produktionslinie pro Stunde 10.000 Brötchen übers Band. Und sie sollen alle die gleiche Qualität haben. Die Grundlage dafür wird hier gelegt. So, hier die Teigerei bei uns ist das Herzstück in der Produktion. Hier werden die Rohstoffe, die wir angeliefert bekommen, vermengt und zu einem Teig geformt. Dass in der Produktion alles glatt läuft und am Ende leckere, hochwertige Backwaren entstehen, dafür sorgen die Fachkräfte für Lebensmitteltechnik. Das heißt, Menschen, die sich mit Lebensmitteln auseinandersetzen wollen, sich für die Herstellung von Lebensmitteln interessieren, also mit Herzblut bei der Sache sind. Unsere Lebensmitteltechniker sind vom Wareneingang über die Herstellung der Teige, über die Aufarbeitung der Teige, immer mit sehr moderner Technik bis hin zur Verpackung für alle Produktions- und Verpackungsprozesse zuständig. Sie lernen, die Maschinen zu bedienen, die Maschinen zu programmieren, Fehler zu beheben. Sie überwachen die Hygiene und die Qualität bei uns im Haus. Die dreijährige Ausbildung führt dich in alle Bereiche der Produktion. Später kannst du dich zur Führungskraft weiterentwickeln. Das geht vom Teigmacher über den Schichtführer, über den Produktentwickler, Mitarbeiter in der Qualitätssicherung. Ich habe sehr, sehr gute Möglichkeiten, mich hier weiterzuentwickeln. Neben einem Real- oder Hauptschulabschluss solltest du ein gutes Gespür für Hygiene und Sauberkeit mitbringen. Nur so kann Arysta jeden Tag hochwertige Backwaren herstellen. Selbst bei Kühlschranktemperaturen kann man hier schon mal ins Schwitzen kommen. Während der Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik bist du immer in Bewegung. Meine Aufgaben sind hauptsächlich das Verladen der LKWs. Aber das ist ja nicht nur das Verladen, es wird ja noch viel anderes drumherum. Zum Beispiel die Paletten einlagern wieder ins Hochregallager. Sämtliche Störungen beheben, zum Beispiel als Spaltkontrolle als Störung. Das ist so, dass die Palette, die steht nicht richtig auf dem Fahrzeug, auf dem DW. Und somit fährt sie nicht weiter, dann müssen wir die dann im Lager wieder gerade richten. Als Auszubildender setzt du viele Fähigkeiten ein. Ob bei der Kommunikation mit deutschen und ausländischen Spediteuren oder bei der Organisation der Verladeprozesse. Voraussetzung ist ein Real- oder Hauptschulabschluss und du solltest mit dem Computer umgehen können. Weil wir steuern ja eigentlich so gut wie alles über den PC. Die Störung zu beheben, die Bahnen zu starten, wo die Paletten draufstehen. Und es läuft ja alles, die Systeme läuft ja alles über den Rechner. Was natürlich hier wichtig ist, ist Pünktlichkeit, Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit auf alle Fälle. Die Azubis werden bei uns im Schichtsystem eingesetzt. Die über 18 Jahre sind, können bei uns schon Nachtschicht gehen. Das ist natürlich auch ein finanzieller Anreiz für die Leute. Eine Geldprämie gibt es bei Arysta auch für gute Noten in der Berufsschule. Und mit dem Abschluss in der Tasche hast du gute Chancen, dich zum Schichtführer oder Teamleiter weiterzuentwickeln. Damit Arysta täglich Tausende von Backwaren produzieren kann, muss hier in der Verwaltung alles stimmen. Während deiner Ausbildung bist du alle 3 Monate woanders eingesetzt. Im Einkauf, der Finanzbuchhaltung, im Vertrieb oder dem Controlling. Ob du nun lieber die Bestellungen für Rohstoffe bearbeitest oder Herstellungskosten berechnest, noch zum Ende deiner 3-jährigen Ausbildung kannst du dich spezialisieren. Vom ersten Tag an fand ich es einfach sehr familiär und es ist ein sehr angenehmes Betriebsklima. Der stetige Wechsel auch durch die Abteilung, man lernt ganz viele Leute kennen, ist jedes Mal mit anderen Aufgaben betraut. Also es ist eigentlich immer spannend und abwechslungsreich. Der Jugendliche, der bei uns Industriekaufmann, Industriekauffrau lernen will, braucht einen guten Realschulabschluss. Er muss sehr gut in Mathe sein, Englisch muss gut sein, er muss gut sprechen können, er muss sich schriftlich ausdrücken können, in Deutsch, in Englisch. Arysta Bakeries Deutschland, Swanman, good morning, how can I help you? Unsere Azubis haben die Möglichkeit, über das Erasmus Plus Projekt Erfahrungen im Ausland zu sammeln in einem unserer Partnerbetriebe. Mit einem guten Realschulabschluss oder Abitur hast du die besten Voraussetzungen für die Ausbildung bei Arysta.
Arysta stellt täglich tausende Backwaren her. Doch an so großen modernen Anlagen kann auch mal etwas kaputt gehen. Dann sind die Mechatroniker gefragt. Meine Aufgaben sind hier, die Maschinen zu warten, instand zu halten, wenn was kaputt ist, natürlich zu reparieren. In der Berufsschule hat man halt keine normalen Fächer wie in der normalen Schule, sondern dort hat man Lernfelder und diese Lernfelder sind die Grundlagen für Mechatroniker und die können wir dann hier in unserem Beruf umsetzen. Die Auszubildenden werden eingebunden oder lernen aus den Bereichen Pneumatik, Elektrotechnik, Hydraulik und Mechanik. Und in den Bereichen werden sie auch tatsächlich hier eingesetzt. Der größte Bereich betrifft im Prinzip die Mechanik. Das ist Austausch von Lagern, von Ketten, Ketten schmieren, Lager wechseln und auch mal Getriebe prüfen, Getriebeöl nachfüllen. Für die Ausbildung solltest du einen guten Realschulabschluss oder Abitur mitbringen. Gute Noten belohnt Arysta auch während der Ausbildung. Bei sehr guten Schulzeugnissen bekommt jeder Azubi eine kleine Prämie fürs Halbjahr, fürs Endjahr, immer wieder. Und auch zum Ausbildungsabschluss gibt es noch mal eine Prämie. Nach der Ausbildung kannst du dich im Unternehmen zum Meister oder Techniker weiterbilden.